herzlich willkommen zu der, mittlerweile sind wir tatsächlich schon bei der vierten, glaube ich, Vorlesung in der Ringvorlesungsreihe unserer Kollegforschungsgruppe zu Lyrik in Transition. Es ist mir ein ganz besonders großes Vergnügen, heute einen sehr besonderen Gast, ihn zum Teil vielleicht auch gar nicht mehr vorstellen zu müssen. Joko Tawada ist schon zum wiederholten Mal in Trier in ganz unterschiedlichen Kontexten bisher gewesen. Zu Beginn, glaube ich, war es immer in der Japanologie, später dann über die Romanistik und die Sprachspielveranstaltung. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass Sie uns auch wieder besucht in dem Kontext unserer Lyrik-Kollegforschungsgruppe. Den Japanologinnen und Japanologen unter Ihnen, denke ich, wird Frau Tawada da schon länger bekannt sein, den anderen vielleicht auch, gerade im germanistischen Kontext. Für andere ist sie möglicherweise neu, deshalb erlauben Sie mir kurz eingehend vielleicht ein paar wenige Worte über sie zu sagen. Joko Tawada lebt seit längerer Zeit in Berlin, schon seit sehr langer Zeit in Deutschland. Sie schreibt auf Deutsch und Japanisch. Sie hat auf Deutsch in den letzten über 30 Jahren etwa 24 Bücher sind es, glaube ich, mittlerweile. Und auf Japanisch sind es 30 Bücher bis heute geschrieben. Es werden sicherlich noch viele, viele weitere kommen. Sie hat insgesamt über 1000 Lesungen mittlerweile in der ganzen Welt, auf dem ganzen Globus hinter sich gebracht und wurde in viele, viele Sprachen übersetzt. Sie hat in den letzten Jahren eine große Anzahl von wichtigen Preisen und Stipendien gewonnen. Die wichtigsten in Japan sind beispielsweise der Akutagawa-Preis, der Gunso Shinshin-Preis. In Deutschland hat sie vor einigen Jahren den Kleist-Preis bekommen. Letztes Jahr, was vielleicht für Rheinland-Pfalz interessant ist, auch die Karl-Zuckmeier-Medaille von unserer Landesmutter von Mansreier in Mainz verliehen bekommen für besondere Verdienste der deutschen Sprache. Und im letzten Jahr auch den National Book Award in Amerika bekommen, wobei man dazu sagen muss, es ist ein Preis für übersetzte Literatur. Deshalb hat eigentlich nicht sie den Preis gewonnen, sondern Margaret Mizutani, ihre Übersetzerin. Aber das Besondere an diesem Preis in dieser Kategorie und vielleicht auch erwähnenswert ist, dass sie über 30 Jahre nicht vergeben worden ist und deshalb ist das schon ganz bemerkenswert. Sie ist in zahlreichen Vereinigungen Mitglied, unter anderem im Pennzentrum Deutschland, der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz und der Akademie der deutschen Sprache. Im letzten Jahr, das ist spektakulär und besonders interessant auch für unser Kolleg, hatte sie auch als Kuratorin in Köln das Festival Poetica 4 im Käthe Hamburger Kolleg Morphomata kuratiert und dort unter dem Titel Beyond Identities, the Art of Transformation organisiert. Das passt natürlich in besonderem Maße auch in den Kontext unseres Kollegs und dort hat sie Dichterinnen und Dichter aus der ganzen Welt eingeladen und gebeten, zu diesem Thema zu arbeiten. Dazu gibt es auch eine ganz spannende Publikation, die sie herausgegeben hat. In ihren eigenen Gedichten und auch in den anderen Texten präsentiert sie stets poetisch sehr liquide Geschichten über die Transformation und die Überwindung von sprachlichen, geografischen wie auch körperlichen Grenzen. Mit Sprachspielen und Wortwitz arbeitet Joko Tawada kulturelle Unterschiede heraus, reißt europäische und östliche Mythen aus dem Zusammenhang und schreibt sie auf eine ganz ihr eigene und sehr originelle Art und Weise um. Es geht ihr dabei aber nicht so sehr nur um Deutschland und Japan oder Asien und Europa, wie man vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte, sondern eigentlich um das konsequente Hinterfragen von vermeintlich gegebenen Identitäten. Alles kann sich bei ihr verwandeln. Zunächst vertraut Erscheinendes wird im nächsten Moment flüssig und fremd und dadurch nicht nur ungewohnte, sondern ganz neue, sehr inspirierende und auch fremde Blicke auf uns selbst und unsere eigene Wahrnehmungsweise werden dadurch ermöglicht. Auf ihrem Weg zur Schriftstellerei studierte Joko Tawada zunächst
Slavistik an der Universität Waseda in Tokio, später Germanistik und zum Teil für eine Zeit auch Japanologie an der Universität Hamburg und das insbesondere bei Sigrid Weigel, die Germanistik natürlich, und hat bei ihr dann später in Zürich auch promoviert. Heute wird sie uns bei ihren poetisch-poetologischen Ausführungen eben auch in diese Zeit mitnehmen. Das ist, glaube ich, das Besondere und auch zu ihren Arbeiten zu slawistischen Themen mitnehmen und dabei auch ein für sie ganz zentrales Thema, nämlich das der Übersetzung auch als poetisches Verfahren noch einmal aufgreifen. Ich wünsche Ihnen allen einen inspirierenden und bereichernden Abend. Viel Spaß! Guten Tag, ich freue mich wieder in Trier zu sein, bei den Römern, aber ich habe ein bisschen Heuschnupfen und deshalb muss ich auch unter anderem Tempo lassen. Fangen wir an mit einem Japaner. Freiheit gehörte nicht unbedingt zum aktiven Wortschatz des Dichters Tsuya Nakahara, der 1907 in der japanischen Provinz Yamaguchi geboren wurde. Er fühlte sich nicht frei, geschweige denn stolz, als er als 16-Jähriger das bürgerliche Elternhaus verließ, um Dichter zu werden. Im Mantel namens Einsamkeit und Nostalgie fühlte er sich besser als im Stiefel der Freiheit, wobei man erwähnen muss, dass weder Einsamkeit noch Nostalgie damals so negativ und therapiebedürftig empfunden wurde wie heute. Den jungen Mann faszinierte nicht die Idee eines selbstbestimmten freien Lebens, sondern die neue Richtung, besonders die Auflösung des Sinns, die er vom Dadaismus gelernt hatte. Seine Eltern, die in ihrem intelligenten Sohn einen werdenden Arzt sahen, konnten die Begeisterung für den Dadaismus nicht verstehen. Nakahara wurde später im Freundeskreis Dada-san, Mr. Dada, genannt. Jedoch war er nicht der erste Dadaist in Japan. Der 6 Jahre ältere Dichter Shinkichi Takahashi veröffentlichte schon 1923 den Gedichtband Dadaist Shinkichi no Shi. Gedichte vom Dadaisten Shinkichi. Seine experimentellen Gedichte waren ohne Zweifel neu in der japanischen Lyrikszene, jedoch der Wille zu einem bewussten Abschied von der Vergangenheit, wie ihm sein russischer Zeitgenossen Vermil Chlebnikov deutlich zeigt, war nicht bei Takahashi vorhanden. Im Rückblick scheint mir sogar Takahashis Umgang mit chinesischen Schriftzeichen traditionsbewusster zu sein als manche moderne Dichtung. Denn in seiner konkreten Poesie wird die Form der Schriftzeichen als Ausdrucksmittel eingesetzt und das ist in der traditionellen Kalligraphie immer der Fall. Selbst der dadaistische Verzicht auf den Sinn weist bei ihm eine Nähe zum Zen-Buddhismus auf. Auch wollte Nakahara durch seine Gedichte keine Ohrfeige für den allgemeinen Geschmack verteilen. Zum Beispiel war die Verwendung der auffälligen Onomatopoesie in der Lyrik keine Gegengewagtheit in der japanischen Literaturgeschichte. Nakahara erweiterte, verfeinerte und bereicherte diese Tradition und erfand neue, aber zugängliche Onomatopoesie, wie den berühmten Yuan, Yon, Yayon Klang für die Bewegung eines Trapezes. Während Chlebnikovs Ansatz heute noch einen Anstoß zu einer Erneuerung der Poesie geben könnte und dem allgemeinen Geschmack weiter fremd bleibt, sind die Gedichte von Nakahara im Laufe der Zeit von den Japanern ins kollektive Liederbuch des Unbewussten aufgenommen worden. Ich sage hier bewusst Japaner, weil mir neulich ein chinesischer Dichter, dessen Japanischkenntnissen nichts zu wünschen übrig lassen, sagte,
Er verstehe nicht, warum man in Japan Nakahara so hoch schätze. Seine Gedichte seien nichtssagend. Es ist verdächtig, wenn ein Dichter zu seiner Lebzeit als Revolutionär galt, aber 30 Jahre später die Popularität gewinnt, wie eine Schlagermusik sie hat. Bestimmte Schlager, die man als Kind unfreiwillig gehört hat, vergisst man nie. Sie zieht uns die Haut der individuellen Entwicklung ab und wirft uns zurück in eine hoffnungslos kollektive Erinnerung. In der heutigen Zeit, in der die europäischen Werte täglich diskutiert werden, bekommt die Freiheit eine große Verantwortung. Die Freiheit muss hart und stabil sein wie ein Baustein. Sie muss sozial und kommunikativ sein, damit viele Kulturen zusammenarbeiten können. Bei dieser Freiheit würde kaum jemand an die dadaistische Freiheit denken. Im Gegenteil, damit die Demokratie funktioniert, sollte die Sprache verständlich, logisch und faktisch orientiert sein. Als eine Bürgerin würde ich mich an diese Spielregel halten. Ich bin nicht nur eine Bürgerin, sondern auch ein Mensch. Was ist mit meiner großen, avantgardistischen Lust, die Sprache auseinanderzunehmen, sie auf den Kopf zu stellen, sie zu biegen, sie zu kneten und mit ihr unermüdlich zu spielen, bis das Unerwartete aus ihr herausleuchtet. Die Zerstörung der Vernunft, die der Logik und die der Kommunikation muss man eine Zeit lang aushalten. Erst dadurch kann man etwas produzieren. Der junge Nakahara wollte kein Arzt werden wie sein Vater. Er vernachlässigte die Schule immer mehr, als er die moderne Dichtung zu lesen begann und verließ eines Tages seine Schule und Familie. Zuerst in Kyoto und dann in Tokio atmete er eine unruhige, aber offene Luft der 1920er Jahre ein. Da ist eine gewisse Parallelität mit der damaligen Metropole Berlin zu finden. Nakahara musste nicht die erschreckende Wende zum Nationalismus und den Zweiten Weltkrieg erleben, da er im Alter von 30 an einer Krankheit starb. In meiner Schulzeit in den 70er Jahren war jeder, der selber Gedichte schrieb, einmal in Nakaharas Dichtung verliebt. Er war mit dem Masern oder dem Mumps vergleichbar, denn fast jeder wird davon einmal angesteckt, bekommt Fieber und wird wieder gesund. Die meisten jungen Leser verabschieden sich von Nakahara, wenn sie glauben, sie hätten ihre Jugend hinter sich gelassen. Ich selbst hatte nie vor, meine Jugend abzuschließen. Sogar meine Kindheit ist immer noch kein abgeschlossenes Kapitel für mich. Mit 22 übersiedelte ich nach Europa und durch diesen Ortswechsel musste ich unfreiwillig einen Strich ziehen. Wenn ich später nach meiner lyrischen Vergangenheit gefragt wurde, begann ich mit Paul Celan und Ingeborg Bachmann, die ich kurz vor meiner Abreise nach Europa noch in Japan gelesen hatte. Vom Nakahara habe ich noch nie in Deutschland gesprochen. Der Grund war nicht nur, dass kaum jemand hier Nakahara kennt. Mein Gefühl flüsterte mir zu, seine Gedichte würden durch die Übersetzung nichts gewinnen. Deutschsprachige Leser hätten nichts davon, wenn sie seine Werke in der Übersetzung lesen würden. Eigentlich bin ich immer für eine Übersetzung. Die Behauptung, dass man ein Gedicht grundsätzlich nicht übersetzen kann, kommt mir vor wie der Spruch: Du kannst niemals vorstellen, wie sehr ich dich liebe. Hat die Liebe deshalb keinen Wert? Im Gegenteil, es lohnt sich immer, ein Gedicht zu übersetzen. Dennoch gibt es so etwas wie mütterliche Sorgen der Übersetzer, die denken, das ist so ein gutes Kind, aber in der neuen Umgebung wird seine gute Seite nicht sofort verstanden. Es kann sein, dass es missverstanden und abgelehnt wird. Was würde passieren, wenn man Nakaharas Gedicht ins Deutsche übersetzt? Vielleicht stehen plötzlich Unverständlichkeit und Sentimentalität im Vordergrund. Andererseits habe ich in meinem Leben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ausgerechnet die Texte, die für die Übersetzung ungeeignet sind, eine wundervolle Metamorphose in eine andere Sprache geschafft haben.
sagt niemals nie zum Übersetzen. Eine Übersetzung sollte eher eine Überraschung sein als eine brauchbare Brücke. Nakaharas Leben war kurz, aber ereignisvoll und produktiv. Der mit 30 verstorbene Dichter hinterließ insgesamt 350 Gedichte. Der erste Gedichtband, Yaginota, das Lied einer Ziege, erschien 1932, als er 25 Jahre alt war. Er wurde zu seinen Lebzeiten nur im Freundeskreis wahrgenommen. Niemand ahnte, dass er nach seinem Tod millionenfach gelesen und im nächsten Jahrhundert weitergeliebt werden würde. Das erste Gedicht in diesem Gedichtband kommt mir vor wie eine Vorhersage und eine Zusammenfassung eines Dichterlebens. Der Titel Haru no hi no yugure bedeutet wörtlich übersetzt der Abend eines Frühlingstages, das Ende eines Tages in der Jahreszeit, die am Anfang des Jahres steht. トタンがせんべい食べて、春の日の夕暮れは穏やかです。アンダースローされた灰が青ざめて、春の日の夕暮れは静かです。Zimtlich frisst Reiskekse. Friedlich ist der Abend im Frühling. Asche, geworfen aus dem Unterarm, erblasst, still ist der Abend im Frühling. Eine kleine Bemerkung. Ich schrieb nicht die Satzanfänge mit Großbuchstaben, jedoch die Substantive, die im Original im Ideogramm geschrieben sind. Dadurch sollte der visuelle Eindruck der Übersetzung dem des japanischen Originals mehr entsprechen, indem die im Ideogramm geschriebene Substantive schwieriger aussehen als die Wörter, die mit phonetischen Hiragana-Schriftzeichen geschrieben sind. Dann gibt es noch die Wörter, die in der Katakana-Schrift geschrieben sind, sie wirken leichter und modischer als die anderen Wörter. Diese habe ich im Deutschen kursiv geschrieben, weil kursiv auf Japanisch wie im Englischen Italic heißt. Also leicht und modisch wie die italienische Küche sollen diese Wörter aussehen. Was passiert, wenn ein Zinkbrech Reiskekse frisst? Es wird vor allem ein Geräusch produziert. Knacken und Krachen sind zwei deutsche Wörter, die mir sofort einfallen. Bei dem Zinkblech und den Reiskeksen geht es nicht um eine Metapher, auch nicht um eine Metonymie, sondern um einen Klang. Ein Geräusch oder ein Lärm wäre noch passender als ein Klang, denn hier zerbricht eine Materie. Man hört sie nicht aus dem Klang der Wörter. Das Geräusch entsteht in den Bildern, die man sich vorstellt. Ein Zinkblech wurde früher als das Dach einer einfachen Hütte verwendet und erzeugte ein romantisiertes Bild vom Leben einfacher Menschen. Anscheinend ist das nicht nur in Japan der Fall, denn bei Tennessee Williams heißt ein Theaterstück Cat on a Hot Tin Roof, die Katze auf dem heißen Blechdach. Und die Reiskekse waren früher fast so hart wie ein Zinkblech. Da habe ich eins mitgebracht, um zu demonstrieren. In Berlin hat man keine große Auswahl, aber diese ist wirklich hart. Also. Wow. Hm. Der onomatopoetische Ausdruck für das Knappern der Reiskekse lautet auf Japanisch Bari Bari. Übrigens, das deutsche Wort Knappern hat auch einen lautmalerischen Charakter. Die Onomatopoesie ahmt nicht wirklich das Geräusch nach, wie man es in einem Hörspielstudio versucht. Wenn es so wäre, könnte die Onomatopoesie universal verständlich sein. Das ist leider nicht der Fall. Ein Schweizer erzählte mir, dass er einmal in Japan zum Zahnarzt ging. Damals war sein Japanisch noch nicht so gut und
Er geriet in Verlegenheit, als der japanische Zahnarzt ihn fragte, ob der Zahn Shiku-Shiku schmerze oder eher Zuki-Zuki. Shiku-Shiku steht für einen stechenden Schmerz, während Zuki-Zuki einen flächenbedeckenden, stumpfen Schmerz darstellt. Diese Wörter klingen für die Japaner so nah am Naturgeräusch, dass manche von ihnen glauben, jeder in der Welt müsse sie sofort verstehen. Die Onomatopoesie basiert auf dem Boden einer Sprache. Auf diesem Boden kann man neue Wörter erfinden. Ob sie von der Mehrheit akzeptiert werden, ist eine andere Frage. Ich könnte zum Beispiel im Deutschen sagen, ich knickere die Kekse. Und damit meine ich, dass ich an den Keksen knackere und dabei mit Krumen kleckere. Im Manga entstehen auf diese Weise häufig Neologismen. Häufiger Neologismen als in der Literatur. Die Onomatopoesie ist ein Tunnel, in dem man von einer universalen Sprache träumen kann. In der Dunkelheit kommen sich das Ding und das Wort so nah, wie es sonst nie der Fall ist. Wer träumt nicht von einer unmittelbaren Sprache, die ohne das Verstehen, verstanden wird? Die Dichtung könnte ein Versuch sein, eine universale Sprache zu erfinden. Und diese Sprache wird weder eine einheitlich göttliche noch eine mathematisch abstrakte, sondern eine gemischte, provisorische, lebendige Sprache sein. Es gibt immer mehr internationale Poesiefestivals, in denen Gedichte in den Originalsprachen vorgetragen werden. Das Publikum hat das Bedürfnis, einer Fremdsprache ganz nah zu sein und sie unmittelbar aufzunehmen, selbst oder gerade, wenn man sie nie gelernt hat. Bei der Muttersprache wird diese Möglichkeit eher gemindert. Man versteht zu schnell den vermeintlichen Inhalt und die Sprache selbst bleibt unbeachtet. Zurück zum Gedicht von Nakahara. In diesem Gedicht ist nicht von einem Geräusch, sondern von einer Stille die Rede. Das unhörbare Geräusch Bari-Bari verbindet stillschweigend das Zinkblechdach mit den Reiskeksen. Ein Dach beißt ins Gebäck. Das unrealistische Bild, das nur die Sprache hervorbringen kann, bleibt still und benötigt kein konkretes Bild. Ein Gedicht kann, anders als ein Film, ohne Bilder und Musik auskommen. Das Gehirn des Lesers wird durch die Lyrik aktiviert, als würde es ein Bild malen oder ein Lied singen. Manche Leser können sogar tatsächlich ein Bild dazu malen, aber es wird jedes Mal ein anderes sein. Und selbst die Leser, die nicht malen können, erleben eine Art Wirklichkeit ohne ein Bild. Das ist ein Grund, warum ich die Dichtung als eine der höchsten Leistungen der menschlichen Zivilisation schätze. Es passiert nichts und doch passiert etwas, ohne eine Materie zu verändern oder zu bewegen. Dasselbe kann man nicht über die Architektur behaupten. Beton, Eisenstangen oder Holz werden tonnenweise getragen, gemischt, geschnitten oder geschliffen, um ein Haus zu bauen. Für eine Opernaufführung muss ein Bühnenbild aufgebaut, das Kostüm genäht, die Beleuchtung angebracht und vor allem muss die Luft durch die Musik zum Vibrieren gebracht werden. In der Lyrik kann eine einzige Person ohne ein gesellschaftlich relevantes Mittel einen Anspruch zu nehmen, die Zeitordnung auf den Kopf stellen, Abwesende anwesend machen, Gefühle chemisch beeinflussen, körpereigene Drogen erzeugen, unsichtbare Gardinen öffnen und den Raum von Schwerkraft befreien. Zurück zum Gedicht von Nakahara. In der zweiten Strophe kann man nicht mehr vom Gehör, nicht mehr dem Gehör vertrauen, auch nicht der Sehkraft. Jede Wahrnehmung kann nur noch als eine Frage formuliert werden. Die Antwort, die man hört, ist keine wirkliche Antwort, aber sie macht denjenigen, der antwortet, präsent. Ah, Kakashi wa nai ka, umai. Umai, inanaku ka, inanaki mo shimai. Tada, tada, tsuki no hikari no numeran to suru mama ni. Jujun na no wa haru no hi no
Jubelka. Ach, gibt es keine Vogelscheuche? Nein, wahrscheinlich nicht. Wiehert das Pferd? Nein, es würde nicht wiehern. Es gibt nur noch das Mondlicht, glitzernd, glitzig. Gehorsam ist der Abend im Frühling. Das Wort, das die Augen der Leser fängt, ist Numeran, eine Worterfindung, die die Onomatopoesie für einen Glanz Randan und die für die Froschhaut Nume Nume vereinigt. Ich habe es als glitzernd, glitzig übersetzt. Der Konsonant G fühlt sich zwar viel zu rau an im Vergleich zur Froschhaut. Dafür gewann ich eine wahrscheinlich zu penetrante Zwillingsform in glitzernd, glitzig. Langsam werden die Konturen des Dichters erkennbar. Er vergleicht sich selbst mit einem Frühling, einem Neubeginn. Dieser Frühling ist nicht einer, der wie der Prager Frühling politisch und entschlossen handelt, sondern einer, der eigentlich gehorsam ist, aber auf einmal unfreiwillig ganz vorne bei einer Demonstration steht. Wenn die Umgebung ihn gewaltsam angreifen würde, könnte er dagegen kämpfen, aber seine Umgebung ist seltsam menschenleer und die Natur ist mild. Hoto, hoto to, no no naka ni garan wa akaku. Niwasha no sharin, abura wo ushinai. Watashi ga rekishi teki genzai ni mono wo ieba, azakeru, azakeru, sora to yama to ga. Aus der leeren Wiese ragt empor eine Kathedrale dunkelrot. Die Räder am Fuhrwerk verliert Schmieröl. Wenn ich mit der historischen Gegenwart rede, spotten und spotten der Himmel und der Berg. Als Übersetzerin entdecke ich die Ähnlichkeit zwischen den deutschen Wörtern Rädern und Reden. Dadurch merke ich die Parallelität zwischen den Rädern, die wieder geschmiert werden müssen, um sich weiter drehen zu können, und der Rede, die verspottet wird und nicht weitergeht. Manchmal wird die Tiefenstruktur eines Gedichtes, das im Original ohne weiteres nicht zu sehen ist, in der Übersetzung unübersehbar. Das sind die Traumbilder der Interpreten oder das Unbewusste der Übersetzung. Garam ist akustisch sowie optisch ein prächtiges Wort und zum Glück ist das beim deutschen Wort Kathedrale auch der Fall. Eine Wiederholung wie Spotten und Spotten kenne ich nicht als eine grammatikalische Figur in der deutschen Sprache, bis auf wenige Ausnahmen. Man sollte im Deutschen kein Wort wiederholen, um die Eigenschaft, die das Wort darstellt, zu betonen, wie zum Beispiel, sie ist nicht eine Frau, sondern eine Frau, Frau. Oder ich habe nicht nur gelacht, sondern gelacht, gelacht. Jeder würde diese Sätze verstehen. Daher basieren sie auf einer universalen Sprachspielregel. Überhaupt ist die Wiederholung eine Figur, die in der Musik selbstverständlich ist, jedoch nicht in der deutschen Sprache. Eine Wiederholung wird als Schwäche des Geistes abgewertet. Die Sprüche wie "Das hast du schon gesagt" oder "Das kennen wir schon" schüchtern uns ein. Der Akt der Wiederholung zeigt uns, dass ein Satz oder ein Wort sich nicht als Information abhaken lassen. Darum geht es in der Lyrik. Ich komme zur letzten Strophe. Nachdem der Dichter, oder soll ich korrekterweise das lyrische Ich sagen, selbst ironisch das Bild des progressiven Dichters, der relativiert hat, kündigt er seinen Zukunftsplan an. Kawara ga ichimai hagure mashita. Kore kara haru no hi no yugure wa mugon nagara zenshin shimasu. Mizukara no seimyakkan no naka e desu. Ein Dachziegel ging verloren. Ab jetzt wird der Abend im Frühling schweigend fortschreiten in die eigene Blutader. Im Wort
Sehwerk kann, Blutader ist das Wort für die Stille, Seh, enthalten. Stillschweigend, aber lautmalerisch, wollte der Dichter seinen Weg fortschreiten. Anscheinend geht er nicht in die offene Welt, sondern in die eigene Ader, die nicht geöffnet werden kann, da er sonst sterben würde. Es gibt viel mehr über diesen Dichter zu sagen. Er konnte mich nicht weiter begleiten. Meine Gymnasialzeit ging zu Ende und ich studierte anschließend an der Universität Waseda in Tokio mit Literaturwissenschaft, mit dem Schwerpunkt russische Literatur. Ich schrieb kein Gedicht mehr, sondern nur noch Prosa, veröffentlichte sie in den Literaturzeitschriften, die ich mit Freunden zusammen herausgab. Mein Interesse an der Lyrik wuchs während des Studiums durch die Lektüre von Osip Mandelstam, Wladimir Majkowski, Anna Akhmatova oder Marina Tsvetaeva. Nach vierjährigem Studium, das viel zu kurz war, um in eine Fremdsprache einzutauchen, schrieb ich die Abschlussarbeit über die Dichterin Bella Akhmadurina. Durch eine koreanische Forscherin, die seit einigen Jahren über meine Literatur promoviert, wurde ich auf meine eigene Arbeit über Akhmadurina aufmerksam gemacht, die ich seit 1982 nie wieder gelesen hatte. Ich dachte, dass ich erst in Deutschland durch Dichterlesungen den akustischen Reiz der Lyrik zu schätzen gelernt hätte und vorher ein Gedicht für mich eher eine visuelle Kunst gewesen sei. Erstaunlicherweise steht aber im Vorwort dieser studentischen Arbeit, dass mich besonders die Stimme der Dichterin interessiere. Die Arbeit beginnt mit folgenden Sätzen. Also damals hat man alles handschriftlich geschrieben, mit Bleistift. Bella Akhmadurina, Klammer 1937, Klammer zu. Das Ende des Bindestrichs befindet sich in der Offenheit der Gegenwart, die nicht abgeschlossen sein kann. Ich meine damit nicht nur die Gedichte, die noch geschrieben werden, sondern auch welche, die schon von einer Druckmaschine aufs Papier gebracht worden sind. Denn die Erscheinung als Druckbuchstaben ist nur provisorisch. In Wirklichkeit existieren sie als Stimme, die vor dem Publikum singend vorgetragen wird und jedes Mal wieder spurlos verschwindet. Akhmadurina ist inzwischen tot. Ich habe ihre Stimme nie live gehört, sondern nur durch Schallplatten und kleine Kassetten, deren Akustik mich sofort in jene Zeit versetzt, in der die Sowjetunion ein Tauwetter erlebte, aber dann die Konflikte mit den USA in Afghanistan begannen, deren Folgen uns heute noch quälen. Und ich habe heute extra Sony Walkman mitgebracht. Die sind so jung, noch nie gesehen. Was ist das? Kassette. Und hier ist Akhmadurina. Kolleginnen und Kollegen ihre Gedichte auswendig. Sie ließ sich von den Wellen des eigenen Sprachrhythmus treiben.
machte den Emotionen die Bahn frei, verließ den Redemodus und ging zum Gesangsmodus über. Ich kam kurz nachdem ich diese Arbeit abgegeben habe, nach Deutschland, in dem eine solche Art des Rezitierens schnell als pathetisch empfunden oder abwertend als sinnsam bezeichnet wurde. Nun war ich zerrissen zwischen zwei Kulturen, nicht zwischen der japanischen und der deutschen, sondern zwischen der russischen und der deutschen oder zwischen der osteuropäischen und der nordeuropäischen. Auch Paul Celan erfuhr wegen seiner Vortragsart eine Ablehnung, als er 1952 in der Gruppe 47 seine Gedichte vortrug. Toni Richter schreibt, Zitat, das traurige Ereignis war die Lesung von Paul Celan, ein Missverständnis, das an der Art seines Vortragens lag. Ich denke, keiner der Heimkehrer aus dem Kriege in der Gruppe kannten den Namen und das Schicksal von Paul Celan. Noch hatten sie von der Tradition der jüdisch-rumänischen Gedichtrezitation im rhythmisch hohen Ton gehört. Celan fragte in dem Raum, ob dem Rimbaud Kier unbekannt sei. Auch dieser löste Verse in musikalische Schwingungen auf. Zitat Ende. Es liegt nahe, die deutsche Aversion gegen bestimmte Vortragsarten durch die Erfahrung mit dem Nationalsozialismus zu erklären. Auch in Japan haben viele Dichter nach dem Zweiten Weltkrieg aufgehört, ihre Gedichte emotional vorzutragen, weil während des Krieges die Wirkung der Dichterstimme zum Zweck der militärischen Propaganda missbraucht worden war. Aber heute, wo die rechtsradikalen Politiker in einem ruhigen, nüchternen, sogar aufklärenden Ton sprechen, kann man die Frage nach dem Pathos in der Stimme und der Vernunft erneut stellen. Die Unterdrückung der Emotion bedingt nicht die Vernunft. Und ein Gesang muss nicht zwangsläufig die Zuhörer emotional manipulieren. Akhmadurinas Gedichte bewohnen kleine, zerbrechliche Blüten, namenlose Bäume oder winzige Fische. Sie wundern sich, dass sie in einem großen Staatsapparat leben. Die Natur ist nicht das Volk, wird niemals heroisch dargestellt. Alle Insekten, Pflanzen, aber auch Regen und Wolken sind mit zarten Fäden miteinander verbunden und sie wachsen wie selbstverständlich in einer rhythmischen Sprache, werden größer und gewinnen ihre Wichtigkeit zurück. Ich frage mich manchmal, ob nicht der Animismus stärker in der Gattung Lyrik angesiedelt ist als in den anderen literarischen Gattungen. In der Schule lernt man oft, dass ein Naturgedicht durch die Schilderung der Natur die menschliche Emotion ausdrücken würde. Aber ist es nicht eher denkbar, dass die sogenannte Emotion ein Zusammenspiel zwischen Licht, Wind, Zwitschern der Vögel, Rauschen der Blätter und dem menschlichen Nervensystem ist? Ist die Lyrik nicht eine Kulturtechnik, die den großen Zusammenhang notiert, die eventuell auch für die Umweltpolitik wichtig werden kann? Ich nahm die transsibirischen Eisenbahn, stieg aber nicht in Moskau aus, um dort zu bleiben, sondern fuhr weiter nach Polen, nach DDR, bis Hamburg, wo ich 1982 anfing zu leben. 1987 erschien mein erstes Gedichtband, Nur da, wo du bist, da ist nichts. Und das ist mein erstes Buch und zweisprachig, weil ich damals noch nur auf Japanisch geschrieben habe und der Japanologe Peter Portner hat das ins Deutsch übersetzt. Aber anders als zweisprachige Bücher, die ja oft links eine Sprache, rechts eine andere Sprache oder links Original, rechts Übersetzung zu sehen ist, ist dieses Buch, bei japanischen Büchern muss man so umblättern und deutsche Bücher so um. Also es geht so, die Übersetzung kommt original. Und sie treffen sich nur einmal in der Mitte.
Und damit haben wir auch eine Philosophie der Übersetzung vielleicht ausgedrückt, dass sie ja nicht eins zu eins zu übersetzen ist, aber sie treffen sich trotzdem in einem Buch. Und ein Buch ist ein Ort auch, wo sich die Leser und Dichter treffen, aber auch Sprachen sich treffen. Und auch die das sind ganz alte Gedichte insofern, in der ersten Hälfte der 80er Jahre habe ich sie geschrieben, aber einige Gedichte daraus habe ich weiter gearbeitet, in dem Sinne, also ich habe die Gedichte nie geändert, aber zum Beispiel, dann hatte ich eine Lesung in den USA und ich wollte auf Japanisch und Deutsch vortragen, aber die meisten Amerikaner merken dann nicht, dass das zwei Sprachen sind. Beziehungsweise Japanisch spricht ganz anders als Deutsch und die haben nichts miteinander zu tun, weder optisch, also Japanisch von oben nach unten geschrieben und solche, noch akustisch. Wer sollte wissen, dass das entspricht? Und so hatte ich beide Gedichte im Kreis geschrieben. Auf CD. CD kennen Sie auch nicht, ne? Das sind CDs. Und geschrieben. Und die habe ich so gelesen. Toire de hitori utatte iru to tsuki ga koronari konde kita. Hadaka no mama de jidensha ni notte. Ainu no mori o kake nukete. Tsuki ga watashi ni ai ni kita. Soto no tori o utsukushii onna ga ha o migaki nagara aruite iku. 公園のベンチでは妊婦服を着た男がリンゴジュースを飲んでいる。世紀末には健康がつきものだ。空にぽっかり開いた穴。月のような不安も月のような憂いも消えて、のような立ちが穴の周りをほがらかに飛び回る。深淵のシワは伸び、つるつるになった苦悩の表面で、詩人たちがスケートを始める月、私の隣の。 Bevor ich Deutsch lese, ich habe auch sowas gemacht. Da habe ich eigentlich, ursprünglich habe ich das gemacht, um die nicht-japanologische Deutschen zu erklären, was das heißt in der japanischen Sprache, Ideogramme und japanische phonetische Schriftzeichen zu mischen. Warum muss man mischen? Was heißt das? Da habe ich das gemacht und gesagt, so Substantive und auch so ein Hauptteil von einem Verb wird mit Ideogramm geschrieben, aber die kleinen Füßlein und Händchen, die grammatikalische und auch Präpositionen, die werden in der phonetischen Schrift geschrieben. Was hier Alphabet ist, ist in japanischen Hiragana phonetische Zeichen. Und was in Ideogramm ist, Ideogramm. Das heißt, Ideogramm ist ja, die Bedeutung ist ja, jedes Zeichen hat eine Bedeutung, aber wie man das ausspricht, ist eigentlich ganz egal. Also die Chinesen würden nicht sagen egal, aber die Japaner lesen das nicht so, wie die Chinesen das lesen, sondern so wie ein japanisches Wort das klingt. Das heißt, anders gesagt, wenn der Nachbar von Deutschland China gewesen wäre, ja, und die Deutschen hatten kein Schriftzeichen, die Deutschen haben Schriftzeichen chinesische Ideogramm übernommen, und gemischt mit dem Alphabet, dann würde man Deutsch heute so schreiben. Und ganz normal als Deutsch lesen die Japaner ganz normal Japanisch liest. Und so. Die Frucht des... Achso, lesen muss ich gucken. Also ich gucke auf mein Gesamtrat. Die Frucht des Mond. Ich sank auf der Toilette. Da kam der Mond herangerollt. Nackt auf einem Fahrrad. Er hatte den Weg mitten durch den Metaphernpark genommen, um mich zu treffen. Draußen die Straße entlang spazierte zähneputzend eine schöne Frau. Auf der Bank im Park trank ein Mann in Umstandskleidung Apfelsaft. Am Ende eines Jahrhunderts ist die Gesundheit eben angesagt. Im Himmel klafft ein Loch, die mondgestaltige Kummer sind weg, alles Gestaltige flattert munter um das Loch herum. Die Falte des
Abgrund blättert sich. Auf der blanken Oberfläche der Sorge treten die Dichter auf Schrittschuhen an. Mond, meiner, neben mir. Also wenn man es hört, ist ein ganz normales Gedicht, aber das als visuelles Gedicht habe ich mir gedacht, dass man das sieht und irgendwas dabei denkt oder auch nicht denkt. Und ich habe von einer gemischten Sprache gesprochen. Und da wollte ich zwei Beispiele lesen. Eins ist, was ich dann aus einem Performanceabend mit dem Pianisten Aki Takase haben wir etwas gemacht zum Mysteria-Buch von Majakowski auf Japanisch in Japan. Aber da kommen, ich habe nochmal den Originaltext gesehen und dann vom Klang der russischen Sprache auch inspirieren lassen und japanische Wörter daraus gezogen sozusagen. Und das ist eine vollkommen interessante, also ganz aktueller Text, finde ich auch, ein Theaterstück, dass alle Leute jetzt zu den zwei Eskimos immigrieren. Und weil die haben gar keine Ruhe, überall ist die Diktatur, auch die Engländer und Franzosen. Und eine Frau aus der Ukraine sagt, sie wollte nicht mehr in Russland leben, dann ist sie in die Ukraine, aber da kamen die Russen auch da rein und dann ging sie in die Türkei und da war auch die Diktatur, deshalb kamen sie zum Nordpol, also zu Grönland. Und das ist sehr aktuell, der Text. Und dieser Teil ist dann als Gedicht ähnliches geschrieben und dann Vorrede für diese Schaubude ähnliches, Zirkus ähnliches Theater. Mayakashi, Janaio, Mayakoski, Maya Bunme no Umarekawari, Himalaya Sanmyaku made todoku shisen, Ski ga oshiri ni tsuite ireba minna daisuki na Roshiya-jin, Dostoyevsky, Ski, Tchaikov, Ski, Stravin, Ski, minna Ski, Ski, Mayakoski mo Roshiya de umaremashita, というのは半分嘘で、実はグルジアで生まれました。今から100年前のこと、子供の頃に家族とモスクワに引っ越し、15歳でマルクス主義に目覚め、16歳で詩を書き始め、17歳までに3回逮捕され、37歳で自殺した、逮捕、嘘つき、陰謀を図ったとか、陰謀好き、凶暴だとか、凶暴好き、反政府的だとか、反政府好き、トロクナイ、トロツキ、つまり政府を倒そうと密かに研究しているのではないかと疑われるような行為をする人、そういう本を書く人、そういう本を読む人、普通それだけでは逮捕されませんよね。まさかね、1925年、日本では軍事教育反対のビラを大学構内に貼った大学生たち38人が逮捕されました。1928年、小林武司は政治犯が拷問されるありさまを小説の中で描写しました。それ以来、逮捕と釈放を繰り返し、1933年、今度は自分が拷問を受けて死亡しました。同じ時代に世界のいろいろな場所で逮捕されていた人たち、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、チェルスミヌートゥ、ヤー・バン・パカ・ジュー、1分のうちに私たちはあなたに見せる。どうしてそんなに几帳面に翻訳しているんですか？演劇は語学の授業じゃないんですよ。それに1分とか2分とか、政治はストップウォッチでは測れません。政治はストップウォッチでは測れ、政治はストップを、政治はストップ、政治がストップ。歴史が後戻りする、するする後戻りする、リードモトレがしきれ、歴史が後戻り、リードモトアレ、あがしきれ、歴史が後戻り、りどもとあがしきれ、がしきれ、がしきれ、しきれ、しきれ、きれ、きれ、で、後戻りする民主主義から帝国主義へ、後戻りする自由の平野から啓越の森へ、後戻りする友情から孤立へ、そうなる寸前に芝居小屋に駆け込みましょう。さあ、もうすぐ始まりますよ。見ておかなければ後悔しますよ。歴史の終わりの物語、ミニツ、ミヌイ、ミヌーテ、ミヌータ、ミヌ、見ない、見ないわけじゃない、見せるのです。見せ物小屋で見せたい、とことん見ていただきたいのです。
さあさあ皆さんこれからお見せするのはおどけ劇です。笑って笑って最後にピストルでコメディーこめかみを打ち抜いたあの詩人のお話。でもその前に言わせてください。一言言わせてください。二言言わせてください。ドージェンスカザーチトワースラバーヤー、三言言わせてください。四言言わせてください。寝言言わせてください。これは新しい演劇ですとマヤコスキーは言った。エタヴェイシーノーバヤノーバヤオーバヤオーバヤ、なんだかめちゃくちゃに劇場が散らかっている。詩人の頭の中みたいに言語が散らかっている。音をチカチカして散らして、チラチラゴミがあちらにもチラチラこちらにもチラチラ、脳みその中でごっちゃごちゃ、きちんと片付けておいたんですかね。でもそれならばなぜ芝居小屋に来たんですか。あなたは何のために芝居なんか見るんだとマヤコスキーは尋ねた。ウィドリアチェボーはじいちえなスペクタークリー、それは喜びを受け取るため、そうじゃないですか。ニエタークリーネタクリでっかいです。喜びの栗は。お芝居を見る楽しみは何ですか。好きな役者が出ること。いいですね。筋が面白くて時間を忘れさせてもらえること。いいですね。照明が綺麗なこと。いいですね。でもそれだけじゃまだお芝居の快楽には達しませんね。ベルリンの壁に穴を開けて穴から他人の人生を覗き見すること。チェーホフのワーネおじさんは果たして自殺したのかしなかったのか覗き見すること。壁の穴から、そうではなくて今の現在のここでのあなたの生活を演じてみたいんです。Dein Wissen, meine neuesten Erfahrungen mit der Übersetzung der Gedichte erzählen. Und gestern habe ich erfahren, dass Jeffrey Angles, das ist er, nach Trier kommt im Juni als Fellow. Und dann können Sie ihn persönlich kennenlernen. Der ist 71 in Ohio geboren, ein Amerikaner, aber er schreibt auf Japanisch die Gedichte. Insofern gehört er zu dem Exophon-Dichter. Also es gab ja Frankophone, das sagt man heutzutage nicht mehr unbedingt, aber Frankophone Dichter oder Germanophone Dichterin wie ich. Und Exophone Dichter Autoren sind welche, die nicht in der Muttersprache schreiben. Und meistens ist der Grund dafür Migration und gezwungene Migration. Das da vielleicht in zum Beispiel, oder auch nicht gezwungen, aber in Amerika gibt es viele asiatische oder afrikanische Autoren, die auf Englisch schreiben, obwohl sie nicht ihre Muttersprache sind. Und in Deutschland gibt es auch viele, die aus dem Nahosten und aus dem aus Osteuropa auch kommen und auf Deutsch schreiben. Aber Jeffrey Angles hat ganz persönlich Japanisch als seine Sprache erklärt und dichtet auf Japanisch und ist auch ein wichtiger Dichter, japanischsprachiger Dichter geworden. Und der hat auch vor 3 Jahren, glaube ich, den Yomiuri Bungakusho Literaturpreis, ein großer Preis, den hat er bekommen. Und sehr aktiv in den Literaturzeitschrift Gendai Shitecho und sonst wo. Und 2018 habe ich ihn unter anderem auch nach Köln eingeladen, und in dieser Gelegenheit habe ich ihm seine Gedichte ins Deutsche übersetzt. Das war also ganz ausnahmsweise, sowas mache ich dann normalerweise nicht, aber sein Japanisch ins Deutsche zu übersetzen, das hat mich irgendwie gereizt und das habe ich gemacht. Und dann brauchten wir auch englische Übersetzungen und das haben wir von ihm selbst bekommen. Aber ich habe mich gefragt, ich musste mich gar nicht fragen, auf Englisch hat er ursprünglich auch gar keinen Drang, dieses Gedicht zu schreiben. Er wollte dieses Gedicht auf Japanisch schreiben und es ist auf Japanisch entstanden. Und die englische Übersetzung hat er hinterher gemacht. Genau, während ich Japanisch lese, könnt ihr Englisch.
Übersetzung 10. Watashi no asa wa anata no yoru. Anata no akatsuki wa watashi no tasogare. Heikou shite iru ga setten wa nai. Onaji chikyu ni sunde ite mo onaji taiyou o miru koto wa nai. Jikan no kabe o koeru no wa koe dake. Watashi tachi wa denpa ni henshin shi, shokkaku, kyūkaku, mikaku o ushinau, hinjaku na senyi no nagasa wa hashi. Watashi no toi wa kako ni modotte iki. Anata no gotai wa mirai ni tonde kuru. Jikan ga susumu no wa watashi dake. Watashi no asu wa anata no kino. Iie, ototoi, isshūkan mae, tokei o tomete mo jikan wa tomaranai. Hi ga kure, toshi ga kure, atarashii toshi ga hajimaru. Sono uchi, anata no koe wa chiisaku naru, soshite aru hi kikoe naku naru. Hitori nokosarete watashi wa eien ni wakai anata wo shinobi. Und beim Übersetzen habe ich mir gedacht, die ersten zwei Zeilen, Watashi no asa wa anata no yoru, anata no akatsuki wa watashi no tasogare, sind eher regelmäßig, rhythmisch, aber in der dritten, diese heikou shite iru ga setten wa nai, ist ungewöhnlich für ein, das ist ein vollkommen normaler japanischer Satz, aber für ein Gedicht und für in diesem Gedicht gibt es eine kleine Brechung oder irgendwas passiert dort. Und das sollte auch übertragen werden. Ja, der noch nicht. Und so, jetzt können Sie Japanisch sehen und lese meine deutsche Übersetzung. Dein Morgen ist mein Abend, deine Morgenröte meine Abendröte. Parallel laufend, ohne sich zu berühren. Leben wir auf derselben Erde, auf dieselbe Sonne blicken wir nie. Nur die Stimme kann über die Mauer der Zeit hinwegklettern. Wir verwandeln uns in elektronische Wellen, verlieren den Tast-, Geruchs- und Geschmackssinn. Die Länge eines dürftigen Fadens entlang laufen wir. Meine Frage kehrt zurück ins Vergangene. Deine Antwort fliegt zu mir in die Zukunft. Nur bei mir läuft die Zeit vorwärts. Mein Morgen ist dein Gestern, nein, vorgestern oder eine Woche zuvor. Schalte ich die Uhr ab, hält die Zeit nicht inne. Das alte Jahr vergeht, das neue beginnt. Bald beginnt deine Stimme leiser zu werden. Eines Tages ist sie unhörbar. Alleingelassen sehne ich mich nach dir, ewig jung. Ich marschiere voran in den Tod, der auf mich wartet. Und das zweite Beispiel ist dann ein Gedicht, bei den Zimmerherrn, bei Heinrich Detterling. Und dazu habe ich auch zu dieser Übersetzungserfahrung was Kurzes geschrieben. Achso, sein Gesicht muss man ja noch sehen. Also sieht gut aus. Nicht meine Übersetzung, sondern Deutsch ist original, das hat er geschrieben. Also, aufgewacht aus unruhigen Träumen, finde ich mich zwischen Kissen und Wänden. Verschwunden die Flügel und die Fühler. Nur zwei Beine und die sind unbrauchbar. Jedes Summen zerfällt mir zu Wörtern, der Kopf so plump, so prall von Gedanken. Plötzlich ruf ich mein erstes Wort, Hallo, erschrocken über die fremde Stimme. In welche Büsche soll ich mich schlagen? In welche Ritze kann ich jetzt kriechen? Wer, wenn ich noch summe, verstünde mich? Was werden die Zimmerherren sagen? Es ist nicht möglich, deutschsprachige Gedichte eins zu eins ins Japanische zu übertragen.
Gründe gibt es dafür viele. Schon die Anatomie eines Insektes kann ein Problem werden. Flügel und Füller beginnen mit einem F, einem Anlaut, der flüchtig und fragil klingt. Die beiden Wörter haben weitere gemeinsame Buchstaben L, Ü und E. Die japanischen Wörter Hane, Flügel und Shokkaku, Füller, hingegen haben kaum eine Ähnlichkeit miteinander. Also bin ich als Übersetzerin gezwungen, den Flügel und den Füller vom gemeinsamen Klangkörper abzureißen. Was mir als Übersetzerin an einer Stelle nicht gelingt, versuche ich an einer anderen Stelle wieder gut zu machen. In der letzten Strophe kommen Büsche und Ritze vor. Und das sind die Orte, wo uns der Flügel und der Füller hinführen. Auf Japanisch Yabu, Büsche, und Yabura, Yabureme, Yabu und Yabureme, Ritze. Hier habe ich zwei Wörter, die ähnlich klingen. Ein Wort, das mich sehr beschäftigte, ist unbrauchbar. Eigentlich ist es ein tragisches Zustand, wenn die Beine unbrauchbar geworden sind. Aber in der bewusst saloppen Ausdrucksweise, nur zwei Beine und die sind unbrauchbar, schwingt die Selbstironie eines Dichters mit, der in der Lage ist, sich selbst aus der Sicht eines Tiers zu betrachten. Gewöhnlich würde man unbrauchbar in diesem Kontext yakuni tatanai oder tsukaimono ni naranai übersetzen. Aber mir fiel plötzlich das Wort dasoku ein, das überflüssig bedeutet. Es besteht aus da, Schlange, und soku, Beine, und basiert auf einer alten chinesischen Geschichte. Es lebte einmal einen Mann, der sehr gut und vor allem sehr schnell Tiere und Gegenstände zeichnen konnte. Eines Tages nahm er an einem Wettbewerb teil. Wer am schnellsten eine Schlange meisterhaft gezeichnet hatte, sollte ein Fass Reiswein gewinnen. Der Mann war sofort fertig mit seinem hervorragenden Bild und aus Langeweile fügt er seiner Schlange zwei Beine hinzu. So verlor er den Wettbewerb, weil die Schlange kein Bein hat. Leider konnte ich das schöne Schlangenbein nicht für diese Übersetzung verwenden. Aber ich war nicht enttäuscht, denn jedem brauchbaren Müll, der bei Übersetzungsversuch produziert wird, bewahre ich in meiner Schublade auf. Nur zwei Beine und die sind Schlangenbeine. Es gibt keine Tradition der Reime und Metren in der japanischen Dichtung. Man muss daher durch einen anderen Weg einen Rhythmus und eine Melodie in die Sprache hineinbringen. Dafür muss man sich zuerst fragen, was ist die Grundmusik dieses Gedichtes? Ich höre Stimmungen, Körperhaltungen und Tonfälle heraus, die mich an die Gattung Song erinnern. Eine lyrische Sprache, die von der Zunft der nationalen Dichtung frei ist und über die Kultur- und Gattungsgrenzen hinauswirkt. Bob Dylan Songtexte zum Beispiel. So beschloss ich, mich an dem Singer-Songwriter zu orientieren. Vielleicht wäre ich nicht auf diese Idee gekommen, wenn ich nicht den textnahen, sich erweiternden und stimmungsvollen Vortrag des Autors über Bob Dylan gehört hätte. Zugegeben, mir ist am Ende doch nicht gelungen, das ganze Gedicht in einem Song zu übersetzen. Aber die letzte Strophe konnte ich mehr oder weniger so übersetzen, dass Bob Dylan sie vielleicht gerne singen würde, wenn er Japanisch könnte. Eine weitere Idee war, die Zauberzahlen 7 und 5 ins Spiel zu bringen. Die Zeilen der letzten Strophe bestehen aus 7775 Wörtern. Ein traditionelles Haiku besteht aus 575 Silben. Ein Tanka, eine etwas längere, ebenso traditionelle Dichtungsform, besteht aus 575 Silben. In meiner Übersetzung der letzten Strophe hat jeder Satzteil entweder 5 oder 7 Silben. Überraschenderweise war das schwierigste Wort zum Übersetzen Hallo.
Im Japanischen hängt jedes Begrüßungswort sehr stark von der Situation und dem zwischenmenschlichen Verhältnis ab. Keines von ihnen ist so unkompliziert offen wie ein Hallo. Im Originalgedicht ist Hallo das einzige Wort, das mit einem O die Zeile schließt. Sonst enden fast alle Zeilen auf einem Konsonanten. O ist die Form eines geöffneten Mundes. Ich suchte nach einem japanischen Wort, das optisch sowie akustisch einen Kreis enthält und fand eines. Manche deutsche Leser könnten sich Sorgen darüber machen, ob japanische Leser die Anspielung auf Kafkas Werk verstehen. Von der Verwandlung sind im Moment mindestens 4 verschiedene japanische Übersetzungen erhältlich. Von jeder von ihnen wurden schon zigtausend Exemplare verkauft. Gregor Samsa ist also in Japan sehr bekannt, genauso bekannt wie Bob Dylan. Das Problem ist eher, dass jeder Kafka-Übersetzer unruhige Träume anders übersetzt hat. Auf welche Übersetzung soll ich mich berufen? Logischerweise auf meine eigene. Meine Übersetzung von der Verwandlung ist auch auf dem Buchmarkt. Damals, als ich den Text übersetzte, suchte ich lange nach dem Wort für unruhig, weil mir alle japanischen Wörter nicht unruhig genug vorkamen. In Berlin kann ich jeden Tag die Unruhe der ganzen Welt plastisch und materiell spüren. In Japan ist das nicht der Fall. Das deutsche Wort unruhig wirkt auf mich so stark, dass ich das nächste Wort Träume aus Versehen Trümmer aussprach. Ich werde scheitern. Ich werde scheiternd weiter übersetzen, mitten auf den Trümmern der misslungenen Fassungen. Das Übersetzen ist eine sehr menschliche Tätigkeit, unruhig, unbeholfen, ohne endgültige Antwort und dennoch unermüdlich, fröhlich und stets inspiriert schlage ich mich durch den Busch der Buchstaben, krieche mit 4 Beinen auf dem Text. Dafür bin ich dem Original sehr dankbar. Was die Zimmerherren über das Ergebnis meiner Arbeit sagen würden, bleibt offen. Magarinin tachi no moto de kokoro kakimidasu fuan no yume kara mezameta makura to kabe no aida de hane mo shokkaku mo kie nokotta no wa yaku ni tatanai nihon ashi dake haoto ga kuzure kotoba ni naru 頭は無様にも思考で弾き切れそう。突然叫んだ初めての言葉は大おい。驚いたことに他人の声だ。どの藪をかき分けて進むのか。どの破れ目を這い回るのか。誰が一体羽音を理解できるのか。曲がり人だは何と言うのか。Nun, als letztes wollte ich noch über ein Gedicht von Schiller was sagen. Also nicht irgendein Gedicht, sondern Ode an die Freude, was durch Beethoven auch in Japan natürlich auch sehr bekannt ist, aber nicht durch die Übersetzung der Bedeutung, sondern durch eine sogenannte Oberflächenübersetzung bekannt. Und das, was das ist, werden Sie auch erfahren. Den Porträtmaler Josef Karl Stieler war es vielleicht nicht bewusst, was er mit seinen Bildern der Nachwelt angetan hat. Theoretisch weiß ich, dass Beethoven ganz anders ausgesehen haben könnte als im berühmten Gemälde. Aber selbst jemand, der weit entfernt von Bonn oder Wien aufwächst, ist nicht frei von Stieler's idealisierten Beethoven. Für mich ist das Gemälde zur Prototypfolie vom Komponisten geworden und ich lege die Folie auf das Gesicht jedes Komponisten, den ich später im Leben kennenlernte.
Im Hintergrund sehen wir einen Wald und das ist keine Standardeinrichtung von Stieler. Goethe steht zum Beispiel nicht in einem Wald, sondern vor einer Hausinnenwand, neben kultivierten Möbeln. Beethoven hingegen steht nicht nur in der Natur. Seine Jacke sympathisiert farbig mit dem Wald und seine Haare wirken wie das weiche Fell eines Jagdhundes. An der linken Ecke sieht man etwas Licht, sonst vertieft sich die Dunkelheit hin zum dunkelsten Punkt, der sich ungefähr hinter den Augen des Komponisten befinden sollte. Er blickt dahin und nicht die Menschen an, die vor ihm stehen könnten. Außerdem hält er sein Heft so, dass kein Zuschauer sehen kann, was er gerade hineingeschrieben hat. Es ist keine Körperhaltung, die man als offene Einladung zu seiner Musik verstehen kann. Umso erstaunlicher ist es, dass in Japan seine 9. Sinfonie zu einer kollektiven Musik geworden ist und in jedem Dezember zigtausende Menschen Ode an die Freude mitsingen wollen. Außer den Solisten sind das keine Berufssänger, sondern gewöhnliche Büroangestellte, Rentner, Hausfrauen, Jugendliche und Kinder. Vom Süden bis Norden des Landes bieten verschiedene Orchester und Chöre, die zum Teil nur zu diesem Zweck zusammengerufen werden, ein Konzert mit der 9. Sinfonie an. Seit 1983 findet auch eine Mammutveranstaltung statt, in der ein Chor von 10.000 Menschen Ode an die Freude singt. Das ist kein Publikum, sondern alle singen, die da stehen. Fragen sich nun viele Germanisten in Japan, warum sie arbeitslos sind, wenn so viele Japaner Schillers Gedicht auf Deutsch auswendig lernen und singen können. Dafür gibt es einen Trick, der mich als Wortkünstlerin besonders interessiert. Gorowase heißt der Zaubertrick auf Japanisch und gehört ursprünglich zu den traditionellen Sprachspielarten, die in der langen vormodernen Epoche der Edo-Zeit ein wichtiger Bestandteil der Literatur war. Gorowase kann sehr nützlich sein, zum Beispiel wenn man sich vor einer Prüfung viele Zahlen und schwierige Begriffe merken muss. Das ist nicht viel anders als eine Eselsbrücke. Angenommen, es versucht ein Mensch, der noch nie Japanisch gelernt hat, sich japanische Ausdrücke auswendig zu merken. Ein einfaches Wort wie Arigato, das Danke bedeutet, kann schon schwierig genug sein. In dem Fall kann man es ins deutsche Wort Alligator transformieren. Schon bekommt ein hoffnungslos fremdes Wort einen unvergesslichen Körper, der mitten im Gehirn einen Platz nimmt und sich nicht so leicht abschieben lässt. Man muss bloß aufpassen, nicht Krokodil zu sagen. Was der österreichische Dichter Ernst Jandl Oberflächenübersetzung nannte, hatte starke Ähnlichkeit mit der Methode der Gorowase. Er praktizierte die Oberflächenübersetzung als poetisches Verfahren. Hier gab er den Klang eines Gedichtes von William Wordsworth durch deutsche Wörter wieder. Poetisch gesehen passiert sehr vieles in einer Oberflächenübersetzung. Die Grenze zwischen zwei Wörtern, die zuerst selbstverständlich sein schien, verschiebt sich und unerwartete Wörter oder Verwandtschaften tauchen plötzlich auf. Man entdeckt schon lange vermisste Gefühle wieder dort, wo von ihnen gar nicht die Rede ist. Wie in einem Traum tanzen wir einer Figur nach, ohne zu wissen, was sie ist und woher sie kommt. Ist dieser Tanz oberflächlich, sogar sinnlos? Oder sitzt der triste Sinn gerade auf der Oberfläche? Zurück zur Ode an die Freude. Einem Japaner, der nie mit der deutschen Sprache in Berührung gekommen ist, fällt es schon schwer, sich das Wort Freude ins Gedächtnis zu prägen.
Denn dieses Wort braucht eine Umgebung, damit es dauerhaft im Gedächtnis bleiben kann. Es kann nicht allein leben, sondern muss mit seinen Nachbarn logisch, assoziativ oder musikalisch verbunden sein. Ohne solche Verbindungen würde das Wort Freude wie ein Einwanderer, der im neuen Land keinen Fuß fassen kann, wieder verschwinden. Aber da er aus der Ferne kommt, kann nicht immer eine Verbindung zur Umgebung auf natürliche Weise schnell entstehen. Man muss also eine künstliche Verbindung herstellen. Zum Glück gibt es das japanische Wort Furo, das mehr oder weniger ähnlich wie der Anfang des deutschen Wortes Freude klingt. Furo bedeutet das heiße Bad, das Baden oder das Badezimmer. Das heiße Bad ist in Japan ein wichtiger Bestandteil des privaten und gesellschaftlichen Lebens. Wenn etwas in Japan mit der höchsten Freude assoziiert wird, ist es neben dem guten Essen das heiße Bad. Nun würden sich vielleicht einige Beethoven-Verehrer ärgern, wenn die höchste geistliche und geistige Freude, die die klassische Musik bietet, ins körperliche Wohl des Alltags wie das heiße Bad übersetzt wird. Das wäre, als würde man die Götterfunken verwenden, um die Zigarette einer Animierdame anzuzünden. Aber was wäre schon die Kunst, wenn sie keinen Moment der Umkehrung von und Vermischung von oben und unten enthalten würde? Um Missverständnis aufzuräumen, möchte ich erwähnt haben, dass die meisten Laien, die Ode an die Freude singen wollen, monatelang regelmäßig an den Proben teilnehmen, in denen auch deutsche Wörter von den kompetenten Musikern ordentlich erklärt und mit ihrer Hilfe gründlich trainiert werden. Allein mit dem Trick der Voraus-Übersetzung schafft niemand, den Text richtig zu singen. Dennoch ist die Eselsbrücke für viele Teilnehmer eine große heimliche Hilfe, um den ganzen Text im Kopf zu behalten, vor allem, weil sie kein Deutsch können. Die Autorin dieser Brause-Übersetzung war eine Germanistikstudentin, die damals an der Jochi-Universität studierte. Sie lebte am Sunda-Fluss, wo schon immer viele Geishas lebten. Einige von ihnen waren interessiert, in einem Konzert Ode an die Freude mitzusingen, aber es fiel ihnen schwer, den deutschen Text auswendig zu lernen. So ersetzte die Germanistikstudentin, um ihnen zu helfen, den Text durch japanische Wörter, die ähnlich klingen. In Japan funktioniert das Gedächtnis viel stärker auf der visuellen Ebene als woanders. Es ist daher wichtig, dass die Kurowase-Übersetzung nicht nur aus phonetischen Schriftzeichen besteht, sondern mit prägnanten Ideogrammen gestaltet ist. Ich sehe darin eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet Geishas den großen Beethoven transformiert, einverleibt und erobert haben. Ende des 19. Jahrhunderts, als das moderne Schulsystem in Japan eingeführt wurde, gab es ein Problem mit dem Schulfach Musik. Denn die traditionelle japanische Musik war in den Händen der Geisha, die bis dahin eine wichtige Trägerin der Kultur war. Für das amerikanische puritanistisch beeinflusste Verständnis der Kultur sowie für die preußisch orientierte Zukunftsvision war die Geisha aber nicht anständig genug. So wurde Beethoven neben anderen deutschen Komponisten als der Schöpfer der wichtigsten, sinnvollsten und würdigsten Musik im Unterricht behandelt. Selbst in meiner Schulzeit hatten die deutsche Musik im Unterricht ein großes Gewicht. Erst seit dem Ende des letzten Jahrhunderts werden im Schulunterricht die indonesische Gamelan-Musik, verschiedene traditionelle japanische Musikrichtungen sowie die Songs von den Beatles mit Beethoven gleichberechtigt behandelt und unterrichtet. Wenn man an diesen historischen Hintergrund denkt, bekommt die Oberflächenübersetzung eine andere Bedeutung. Die Geishas kommen zurück und singen die Ode, was ohne eine Transformation der Oberfläche nicht möglich ist. Weil man den Klang der Sprache übersetzt und nicht die Bedeutung enthält, die Übersetzung einen vollkommen neuen Inhalt,
der mit dem Original nichts zu tun hat. Der Inhalt der Übersetzung ist jedoch nicht nur ein Zufallsprodukt. Wie in einer Anagrammdichtung staunt man über die Dinge, die durch diesen absurden Weg ans Licht gekommen sind. Wenn aus der himmlischen Freude ein heißes Bad wird, ist es eine radikale Transformation des Sakralen ins Profane. Aber das ist noch längst nicht alles, was in dieser Übersetzung passiert. Das zweite Wort, schöner, wird in den Ausdruck ins Gedicht schlafen, Shinineru, übersetzt. Der Ausdruck ist im Japanischen grammatikalisch inkorrekt, aber ich kann mir den Zustand sehr gut vorstellen, indem man in Richtung Poesie das Bewusstsein ausschaltet und den Bereich des Traums betritt. Also ins Gedicht schlafen. Das Wort Götter wird in den Mond, der hell strahlt, übersetzt. Noch interessanter ist das Wort himmlische, vollkommen frei von der Worttrennungsregel, in drei Teile Him, Mli und She getrennt wird und daraus die Armut und der Zwangstod herausspringen. Aus dem Himmel werden Armut und Zwangstod. Eine Oberflächenübersetzung bietet meistens keinen durchgehenden semantischen Zusammenhang. Sie besteht aus semantischen Rissen und Bildern, die umso stärker blitzen. Sie ist eine extreme Form der Poesie und auch der Übersetzung. Ich habe versucht, diese Ode-Übersetzung wörtlich ins Deutsche zurückzuübersetzen. Und hier ist das Ergebnis. Aus dem Bad gekommen, ins Gedicht schlafen, der Mond strahlt in einer pulverartigen Gesundheit. Treffen im Hotel, am Ende Gebar der Vorstand. Wilbe und Nullpunkt, dem Ehemann folgen und fragen, kennen. Die Armut und der Zwangstod unter ein Gestell kriechen und gebären. Auf dem Gestell schlafen, im Kalt treffen sich die Glöckchen. Flaschen kommen nicht heraus, ein wenig heraus. Der Bus fährt los zur Pilgerfahrt. Keinen Alkohol nehmen, die Holzschuhe benötigen. Ach, kalte Nudeln unterstützen. Das ist, alle Brüder werden, alle Menschen werden Brüder. Ach, kalte Nudeln unterstützen. Glöckchen kommt heraus, Bernstein-Makrele im Wasser kochen. Gewaltig groß, zurückgeblieben, elegant an diesem Platz sein. Ein Pfeil, ein Glöckchen, unreife Reispflanze. Bemalen und der Beischaf eine Abbildung hineinschieben, am Sitz sein, ohne zu schlafen, den Ehemann treffen, im Traum auftauchen, flieg Schicksal, nicht zu Hause ist der ältere Bruder, aber er kommt unten, um den Sake zu bekommen. Um doppelt zu schlafen, die tatsächlichen Kosten entsprechend Essig, ein Esstisch hingestellt, die Literatur und ein schneller Fluss, die Chiffre, Buchstaben weitergeben, das Schicksal und die Bequemlichkeit und so weiter. Ich habe nur bis hier geschafft. Zur außergewöhnlichen und gerade deshalb relativ bekannten Rezeptionsgeschichte der 9. Sinfonie in Japan möchte ich ein paar Worte hinzufügen. Während des Ersten Weltkrieges kämpfte in der chinesischen Stadt Tsingtao das japanische Militär auf der englischen Seite gegen die Deutschen und nahm am Ende des Krieges 4.715 deutsche Soldaten als Kriegsgefangene nach Japan, die in Shikoku in einer der vier Hauptinseln Japans. Die Gefangenen wurden gebeten, was sie konnten, zu unterrichten. Einer zeigte, wie man deutsche Kuchen und Brot backt. Ein anderer gab Biografieunterricht. Die deutschen Kriegsgefangenen waren dadurch sehr beliebt und respektiert.
Diese produktive Umgangsweise mit den ausländischen Kriegsgefangenen gilt als eine absolute Ausnahme in der japanischen Geschichte. Und das verdanken wir dem Lagerleiter, der aus Aizu stammen und die Verlierer zu ehren wusste. Die Samurais aus Aizu, dem heutigen Nord-Fukushima, kämpften bis zu Ende gegen die neue japanische Zentralmacht und nach der Niederlage identifizieren sich weiter nicht mit der Nation. Unter den deutschen Kriegsgefangenen gab es auch welche, die Musikinstrumente bauten. Bald entstanden ein Orchester und ein Chor der Gefangenen und Einheimischen. Ja, 1918 fand dort die erste Aufführung der 9. Sinfonie statt. Da es keine Frau im Lager gab, bestand der Chor ausschließlich aus männlichen Stimmen und es war auch nicht möglich, alle Musikinstrumente selber zu bauen. Wie die Aufführung tatsächlich klang, weiß niemand heute, aber die Zuhörer waren begeistert. Für die vollständige Aufführung musste man bis 1924 warten, als ein deutscher Musikprofessor das Orchester der Musikhochschule Tokio dirigierte. Die erste Aufführung durch ein professionelles Orchester folgte 3 Jahre später mit dem Dirigenten Josef König und dem heutigen NHK-Sinfonieorchester. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Sinfonie als die Musik der Auferstehung aus dem Trümmern wieder mit Begeisterung empfangen. Auch heute verbinden viele Menschen die Ode an die Freude mitsingen wollen, diese Musik mit dem ohnmächtigen Gefühl von den Trümmern. Es wäre jetzt nicht die Trümmer des Zweiten Weltkrieges, sondern zum Beispiel der Katastrophe in Fukushima und dem Wunsch wieder aufbauen zu können. Auch in Deutschland würde die Musik manchmal ähnlich eingesetzt und aufgenommen. Das Gewandhausorchester in Leipzig zum Beispiel spielte 1945 die 9. Sinfonie zu Silvester und seitdem wiederholt es das Konzert jedes Jahr bis heute. Nach dem Ende des Kalten Krieges etablierte sich die Ode langsam als Europa-Hymne. Die unerschütterliche Kontinuität der Begeisterung über die Ode durch so viele Trümmer der Geschichte macht mich etwas skeptisch. Und vielleicht war das der Grund, warum ich mich hier auf eine eher nicht heroische, avantgardistische Seite dieser Kulturgeschichte konzentriert habe. Vielen Dank. Ich bin ganz sicher, es gibt eine ganze Reihe von Nachfragen oder Kommentaren. Ich möchte Sie bitten, die Gelegenheit zu nutzen und Ihre Fragen oder Kommentare direkt an Frau Pahler zu stellen. Wer die als erste Frage stellt, kriegt ein Schimpf. Weil es immer so peinlich ist, als Erste was zu fragen. Ja? Ja, mir ist es nicht peinlich, weil ich so begeistert bin von Ihrem Vortrag. Ganz herzlichen Dank. Das war ein Universum von Anspielungen, das war eine Rede der Übersetzungskunst und ich werde mit Sicherheit auch Japanologie studieren auf meinen jungen Tagen. Ja, also ich habe 3 Fragen. Zunächst mal, Sie haben Slawistik studiert. Meine Frage ist, war das nur Russisch oder haben Sie auch andere slawische Sprachen studiert und vor allem, was war Ihr Beweggrund, Slawistik zu studieren? Meine zweite Frage, diese rote Faden, Lied der Ziege, Tragedion, mit dem Sie bei Michael Sagakara angefangen haben.
und bis zum Ende verfolgt haben, also der Tod des Frühlingstages, die Tragödie und so weiter. Das war eine Art Zyklus. Für mich entspricht das der Komposition von Nakahara's Gedichtsammlung, das praktisch eine Fülle von Tragödien da artikuliert werden oder gesungen werden. Und bei ihrem Gedicht, die erste Gedichtsammlung von 1987, Moment, was habe ich das durcheinander? Ich saß auf der Toilette. Ja. Und da habe ich jetzt, weil so viele Anspielungen im Raum waren, die sie evoziert haben, dachte ich unwillkürlich an Peter Weiß, der Schatten des Körpers des Kutschers, wo die erste Zeile überraschenderweise plötzlich der Erzähler auf der Toilette sitzt und durch das Fenster schaut. Da wollte ich wissen, was dieses Motiv, was ja in so einer Fülle von Anspielungen dann weiterentwickelt wurde, was war Ihr Beweggrund, damit anzufangen? Herzlichen Dank. Ja, danke schön. Also die erste Frage war die, ja, ich habe Statistik studiert und dann ganz kurz habe ich Polnisch einen Monat studiert, Mówię po polsku, und dann mehr konnte ich nicht, weil da ist der Professor gestorben. Und ich als Gymnasiastin habe ich Dostojewski, ich war angesteckt von ihm und hatte Fieber und musste unbedingt russische Literatur. Ich habe im Allgemeinen europäische Literatur verschiedenes gerne gelesen, aber das war mit Absicht, Abstand irgendwas, was ganz besonders. Nicht, dass ich ihn höher geschätzt hätte als andere Autoren, aber ich war, das war eine Krankheit, ja, die musste ich nachahmen. Also es gab für mich gar keine andere Frage. Außerdem muss man auch sagen, viele in Japan, bis zu meiner Generation, haben viele Leute, die auch Schriftsteller werden wollten, russische Literatur studiert. Das ist eine Tradition, die ja schon seit 1880 durchgehend gab. Und Ihre zweite Frage war, was war nochmal? Die Anspielung auf Tragödien, also das Lied der Ziege und der rote Faden da in ihrer. Ja, ja, ja. Dieser Zyklus von Nakahara. Ja, ja, bei Nakahara hat Französisch, also japanische Prosa, ich müsste ja auch sagen, die russische Prosa und französische Gedichte haben großen Einfluss auf die japanische Geschichte. Und Nakahara hat auch Rimbaud übersetzt, Französisch gelernt, und viele Anspielungen, die ich da leider nicht sehen kann, ist in seinem Gedicht sicher und Einfluss von der französischen Dichtung auch. Und ich habe dann am Anfang in Deutschland, habe ich, oder nicht nur ich, die Morioka ja auch, ne, die Japaner am Ende des 19. Jahrhunderts waren sehr die deutsche Hygiene sehr bewundert. Ja, die Hygiene als solche, als Wissenschaft, als Idee, dass diese Sauberkeit, Keimfreiheit, dass das irgendwie ein besseres menschliches Leben bringen soll. Das war mit der Idee der Moderne verbunden. Und Moriogai, der ein wichtiger japanischer Autor, der in Berlin studiert hat, der hat auch die Hygiene, also Medizin, aber hauptsächlich diese Hygiene studiert. Und so am Anfang in Deutschland habe ich gedacht, ja stimmt, das ist so weiß und sauber, die Klobrille sowieso weiß und sauber, aber Kaffeetassen genauso weiß und sauber. Aber und Klo ist ja so ein unreiner Ort, aber wenn das so sauber ist, dann macht das eher ein, wie soll ich das denn sagen, das ist nicht poetisch. Aber die alten Klos im japanischen Tempel oder im alten japanischen Haus, im Garten, im Dunkeln, wo man alles gar nicht so genau sieht. Und man geht dann alleine dahin und schaut auf den Mond. Also Mond und dieses Toilette könnte auch romantisch miteinander verbunden sein, wenn die Toilette ganz anders aussehen würde als heute. Und oben, ich habe ja auch
davon erzählt die Vermischung oder Umkehrung von oben und unten. Ne? Und das auch aus Grundes oben, also Krobrille, Mond. Und ja, solche Assoziationen hat. Warten Sie, ich komme Ihnen entgegen. Ja, vielen Dank für den Vortrag und auch vor allen Dingen nochmal für die Wiederholung des Majakowski-Intros, das ich in Japan schon zweimal gehört und immer noch nicht verstanden habe, was denn meiner Freude daran keinen Abbruch tat. Ich habe eine sehr spezifische Frage bezüglich des Themas Übersetzung und Sprachübergreifung. Und zwar geht es um zwei Texte von Ihnen, die beide 1997 meines Wissens zum ersten Mal erschienen sind, nämlich In der Orangerie und Orangeneffekt. Und ich sehe so einen Einfluss des Deutschen auf die japanische Version und des Japanischen auf die deutsche Version, dass ich mich frage, wie diese Texte entstanden sind. Also ob es sich um Übersetzungen handelt oder um Überarbeitungen der Texte parallel oder... Also wenn Sie das noch wissen, würde es mich sehr freuen, wenn Sie das noch sagen könnten. Ich habe alles Mögliche in der Vergangenheit gemacht. Manchmal habe ich verändert bei der Übersetzung, manchmal nicht. Bei der Orangerie habe ich, das habe ich auf Deutsch geschrieben und ganz Deutsch. Und habe ich das dann übersetzt ins Japanische? Also es gibt einen japanischen Text, der ist zuerst, glaube ich, im Magazin Gunso, ich bin mir nicht ganz sicher, erschienen 97 und dann 98 in Kitsunitsuki. Ah, ja, stimmt. Ja. Also die Forscher wissen immer besser und die Fragen, die waren sie und nicht mich. Und ich habe alles Mögliche gemacht, wörtliche Übersetzungen, ganz streng wörtliche Übersetzungen, auch egal, auch wenn die Leser der Übersetzer also nicht versteht, bis zur Überarbeitung, Veränderung oder bei der Übersetzung habe ich aus dem Theaterstück eine Erzählung gemacht und weiter. Und ich kann mich an kaum was erinnern. Aber gut, Stichwort Majakowski, bei diesem Buch, Mysteria-Buch, ist das so, ne? Ja. Buch, ja genau, so eine Komödie, eine Art Farce, schreibt Majakowski selber, dieses Stück kann übersetzt werden, aber jeder Übersetzer kann, je nachdem, in welcher politischen Situation er jetzt lebt, das Stück verändern. Das steht wörtlich. Also, und dachte, aha, sehr toll, dass man das so ausdrücklich sagt. Ja, dann mache ich das. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Ich kann vielleicht so laut sprechen, auch ohne das Mikro. Für mich ist das okay, aber für die anderen, die hinten. Vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag, was für mich wie ein Feuerwerk war von Ideen und Gefühlen und Gedanken. Ich habe gemerkt, dass da sehr viele unsichtbare Gardinen offen geworden sind. Oder man hat zumindest den Eindruck, dass es wirklich passiert ist, auch im eigenen Kopf. Vielen Dank dafür, für dieses Erlebnis. Und mich hat sehr interessiert Ihre Aussage, Übersetzung als Überraschung. Und in diesem Zuge, das kann ich sehr gut nachvollziehen auch. Und ich möchte Sie fragen, vielleicht erzählen Sie über eine besondere Überraschung bei Ihren Übersetzungen. Eine Übersetzung, die zu der größten oder einer der größten Überraschungen für Sie geworden ist. Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, mich als Russin überrascht Ihre Aussage nicht, wenn Sie sagen, Unterdrückung der Emotionen bedient die Veränderung, das ist klar. Dann aber entsteht natürlich auch die Frage, was für Sie bedingt die Veränderung? Ah, ja, ja. Ja, das wäre es. Vielen Dank. Das ist eine große Frage. Ja, es ist nur ein Vorschlag zum laut nachdenken vielleicht. Danke. Ja, die größte Überraschung ist, darüber habe ich auch geschrieben, die Übersetzung von Paul Zerns, Sieben Rosen später, heißt das so ein Zyklus von Paul Zern ins Japanische. Nicht von mir, sondern von einem Germanisten, Genua heißt der. Und ich habe festgestellt,
dass dort in der Übersetzung sieben Ideogramme vorkommen, die alle dieselbe Radikale haben. Und das sind, dass das dann Schrak, genau, Mon, das Tor. Und es gibt zum Beispiel, soll ich das schreiben? Leuchten, so, und das Tor ist so, und Zwischenraum ist so, und es gibt verschiedene. Aber das sind die Begriffe in Zellerns Gedicht, die genau, also wichtig sind. Und danach konnte ich die Gedichte, hatte plötzlich ganz also sichtbare Struktur. Aber das kann natürlich nicht sein, dass Paul Zern sich Gedanken gemacht hat, wie wäre es dann, wenn das ins Japanische übersetzt würde. Überhaupt nicht. Das ist ein Zufall, aber nicht nur Zufall, sondern Gedichte hat für mich dieses Potenzial für Überraschung, weil die tief in eine Logik die hineingeht, die ja nicht eine normale Logik ist und greift dadurch eine Struktur, unsichtbare Struktur der Sprachen. Und dadurch kommt, dass wenn das dann hoch wieder woanders rauskommt, in einer anderen Sprache, sieht man plötzlich etwas und denkt man, das kann nicht sein. Ne? Und das ist eine große Überraschung. Und die Vernunft finde ich sehr wichtig, vor allem denken und kritisch sein und so. Aber das sollte nicht durch die Verstummung der Emotion sein und auch nicht hart werden oder streng werden, sondern spielerische und flexible Gelenke sein. Und auch dann Verwandlungsfähigkeiten und Lust, Humor, all das ist für mich fast eine Bedingung für eine vernünftige Vernunft. Vielleicht als Fußnote noch zu der Antwort von Frau Tauerter. Sie können das nachlesen in dem Text. Das Tor des Übersetzers oder Celan ist japanisch erschienen in dem Band Talisman. Da, zunächst der Herr da hinten und dann ja, kommen wir. 本日は、ありがとうございました。日本人なので、日本語で質問させていただいたものですが、私から2つ目が、翻訳の授業を先月取っておりまして、その際に、文化から来る、その、なんていうんですか、表現を翻訳する際に、それがその日本の文化から来る場合に、例えば、戦がやったのは、そのワセラの覚悟のせいをかぶった生徒、 が、まあ、定款に対して何か思う声って、それがその一応そのワセラの学生だからということである程度の信用を得ている。だからこのセリフは、まあ、ある程度正しいみたいな形で、その文学の中で表現されていたんですけど、それをそのドイツ語に訳す際に、ものすごく難しい部分がありまして、それを直接訳すのがいいのか、それともそのなんか、そうですね、まあ、ドイツ語でうまく、まあ、説明するように訳するのがいいのかって、そういうのはその、 作者の方から見てどういうふうに思われるのかというのが一つ目の質問でして、二つ目の質問が、じゃあ考えている間に一つ目です。それは難しいですね。それは場合によってだからね。 まあ、言葉通りに訳した方が、その像として面白い場合、その制服であるとか制帽とかなんかくっきりと端的に出る場合は少しわかんないかもしれないけど、そう訳してしまうということもあるだろうし、はっきりその視点を分かってもらうんだったら、もうちょっと回り道して説明的に訳すことも、特に3文だったらな、あるんじゃないかなと思います。Die Frage war über die Übersetzung, wie man da übersetzt, wenn da kulturelle Hintergrund nicht klar ist, vielleicht für die Leser, der Übersetzer zum Beispiel, in einer Szene kommt ein Dialog zwischen einem Studenten aus der Waseda-Universität, meine ich, und dem Polizisten, und dann, weil er dann Uniform von Waseda-Universität trägt, ist dann ein bestimmtes Vertrauen schon sozial da von den Polizisten. Und, aber wenn man dann nur schreibt, der trug dann Uniform von Waseda, was heißt denn das, was ist Waseda und so weiter, ob man da dann viel erklären soll oder was soll man
machen, also eine Grundfrage der Übersetzung natürlich. Aber die Situation selbst ist nicht unbedingt japanisch, würde ich sagen, weil einmal war ich unterwegs mit einem Freund und der hatte Führerschein oder Papier, Autopapier vergessen und fuhr zur U-Bahn. Und dann kam der Polizist und dann Papiere wollte er wissen, sehen. Der hatte gar keins, aber stattdessen hat der U-Bahn-Karte gezeigt. Und dann war okay, das ist eine soziale Schicht, die zur U-Bahn geht. Okay. Immer da. Nein, ein Theater ist vielleicht hat nicht unbedingt diese Wirkung. Das kann auch so avantgardistisches Theater und so. Aber die Oper. Ja. Ja, ich möchte mich meinen Vorrednern noch anschließen. Es war ein unheimlich faszinierender Vortrag, der eben immer einen neuen Kosmos eröffnet hat, wie man Sprache gebrauchen kann. Ich frage mich jetzt gerade, eines der ersten Werke, das ich von ihm gelesen habe, endet, glaube ich, mit dem Satz, ich bin ein transparenter Sarg. Und ich frage mich jetzt, ob das ein Zustand der Freude ist, denn der Roman heißt das Bad, also Freude Bad. Gut, aber das war gar nicht die Frage, die ich an Sie stellen möchte, sondern wenn ich mich recht entsinne, haben Sie so einen Dualismus aufgemacht der Freiheit als Bürger, die eine kollektivistische Freiheit ist, und der Freiheit als Mensch, die eine individuelle Freiheit ist. Aber ist nicht jeder Mensch auch ein, also jeder Mensch ein Individuum und ein Bürger? Und wie geht das zusammen, wenn man Bürger und Individuum ist, mit zwei unterschiedlichen Freiheiten? Ja, das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig. Aber diese Zerstörung der Logik zum Beispiel, das ist nicht für mich nicht etwas, was man permanent praktizieren soll, sondern auch in der politischen Diskussion, wenn das so nur noch fertige Sätze gesagt werden und gar nicht produktiv ist, kann man wohl schon zerstörerisch, dadaistisch, künstlerische Sätze sagen, dann ist man kurz nicht kommunikativ, aber dadurch bricht man was und bringt man dann weiter oder verfeinert man diese Diskussion. Und in diese kurzen Moment, ja, ist man dann ein dadaistisch freier Mensch. Aber dann, wenn man ganze Zeit nur das macht und unkommunikativ, es gibt ja auch solche, also absolute Künstler, ja, und dann, das ist nee, das will ich nicht. Das könnte man auch machen, aber das bin ich nicht. Aber was ich dann sagen wollte, ist, dass es mit der Freiheit gar nicht so einfach ist. Also heutzutage hat man die Freiheit in Deutschland und denkt man, ich bin frei, ich kann bestimmen, wie mein Leben ist. Und da sind so viele Fragezeichen. Und das wird ja auch erst klar durch die Lektüre der Gedichte, finde ich. Weil im Alltag ist es klar, das ist irgendwie schon frei und kein Problem. Aber wenn man da die Gedichte liest und weiterdenkt und in diese Richtung, wie weit geht die Freiheit, dann kann man noch leben mit der Freiheit überhaupt. Und wenn das ganz frei ist, dann heißt ja auch Einsamkeit und auch Verrücktheit und auch Tod. Ja, und das ist spannend als Thema. Aber die Antwort habe ich nicht. Ich schaue in die Runde, gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen, Kommentare von Ihrer Seite? Wenn dem nicht so ist, dann danke ich nochmal recht herzlich Joko Nahler fürs Kommen, für diesen wunderbaren Vortrag, auch für die Zeit, die sich genommen hat, jetzt nochmal uns allen am Ende Rede und Antwort zu stehen. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen.